herzlich willkommen. Und ich grüße Sie als Weltgemeinschaft aus den verschiedensten Ländern, aus Deutschland natürlich, dann aus Großbritannien und dann grüße ich aus Holland und natürlich Eritrea, das war selbstverständlich. Die eritreische Gemeinde ist, so habe ich sie kennengelernt, vor 25 Jahren eine Weltgemeinschaft und sie findet immer wieder zusammen, wenn eine Taufe, wenn eine Hochzeit, ja vielleicht auch, wenn es um eine Beerdigung geht. Ein großer Zusammenhalt und so begrüße ich Sie herzlich. Ich bin ja auch, und dazu hat mich Raimok ernannt bei einem großen Fest, ich bin der deutsche Opa der eritreischen Kinder und Jugendlichen, ja? Das war für mich ein ganz großer Ehrentitel und so für mich ist es auch eine große Ehre, dass ich dann heute hier diesen Täufling taufen darf. Ist ja nicht das erste eritreische Kind. Ich habe einige eritreische Kinder schon taufen dürfen und es ist für mich immer eine große Freude und eine ganz große Ehre und ich begrüße vor allem auch die lieben Kinder, die heute da sind. Kommt hier, gehört ihr dazu? Kommt hier dazu? Ja? Stellt euch um das Taufbecken. Und nun fange ich an mit einer feierlichen Frage, nämlich an die Eltern. Wie habt ihr euer Kind genannt? Hiabel. Gemein. Und was heißt Hiabel? Das Geschenk Gottes. Geschenk Gottes, wunderbar. Wunderbar, in Deutschland gibt es auch einen Namen, das ist der Theodor. Das kommt vom Griechischen her. Hiabel, Geschenk Gottes, dann brauche ich gar nicht mehr zu fragen, warum ihr ihn so genannt habt. Das ist ja eine wunderbare Titulierung. Hiabel, Gottes Geschenk. Und was erwartet ihr nun jetzt bei dieser Feier? Die Taufe. Und so wollen wir dann auch Hiabel heute taufen. ንሶም እንተም ቀንዲ ናባይ ክመጹ ዘለዎም ኢሉ ናብኡ ኣቕሪቡ ንበብናዮ ማለት እዩ ንዑም ከዓ ባረኾም Hiabel, ich taufe dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Jetzt ist Hiabel getauft, ist ein besonderes Kind Gottes. Allen aber, die hier versammelt sind, gib deinen Frieden in Christus Jesus, unserem Herrn. Und so segne euch alle der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Und jetzt gratulieren wir den Eltern und den Paten. Und wie geht das auf Eritrea, die Frauen, was machen die? Also, und wir gratulieren. Hadis Abweine, Hadis Betreut, Betole Gesab, Bahadja Tuibu. Hadis Abweine, Hadis Betreut, Betole Gesab, Bahadja Tuibu. Herzlichen Dank für die Mitfeier und wir setzen Sie ja fort und ich freue mich schon auf das gute eritreische Essen. Herzlichen Glückwunsch.